Patienten mit einem BMI größer 40 kommen für diese Operation in Frage, insbesondere dann auch, wenn sie einen Diabetes mellitus haben, der schwer einstellbar ist und Nebenerkrankungen wie Gelenkerkrankungen aufgrund des Gewichts, einen arteriellen Hypertonus, ein metabolisches Syndrom, wie man dies nennt. Also diese Nebenerkrankungen sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man dann auch bei der Krankenkasse zugelassen wird für diese Operation. Es gibt die Operationstechnik der laparoskopischen minimalinvasiven Operation, also des Schlauchmagens. Bei dieser Operation wird aus dem ballförmigen Magen tatsächlich ein schlauchförmiger Magen, aber nicht, weil man durch diese Schlauchform abnimmt, sondern weil der Teil des Magens entfernt wird, in dem das Hungerhormon, das Ghrelin, gebildet wird, das dem Hirn meldet, du musst jetzt essen. Dieses wird ausgeschaltet und in Kombination mit Bewegung und Essgewohnheitsänderung nimmt man ab. Darüber hinaus gibt es den Bypass. Da wird praktisch ein kleiner Vormagen belassen und der Dünndarm an diesen angeschlossen. Dies bedeutet, dass der Magen an sich keine Funktion mehr hat für die Verstoffwechselung und man bildet praktisch eine Umgehungsstraße und schließt dann den kleinen Vormagen direkt an den Dünndarm an. Letztendlich ist dies ein viel größerer Eingriff in die Verdauung und wir würden daher den Schlauchmagen präferieren. Nach der Operation geht es mit unserem vertrauten Team weiter. Alle Patienten haben ja bei mir ein Erstgespräch bekommen, mindestens eins, dann bevor das multimodale Konzept beginnt, mit vielen Facharztterminen im Schlaflabor, beim Diabetiker, Therapeuten, beim Ernährungstherapeuten und so weiter. Nach der Operation schließlich geht es ja eigentlich dann genauso weiter. Die Essgewohnheiten sind umgestellt, die Bewegungstherapie geht weiter, wird gesteigert und die Patienten bleiben lebenslang in unserer Betreuung, in der von mir und meinem Team. Das heißt, wir sehen uns regelmäßig, auch in der Selbsthilfegruppe, die wir im Haus haben, und in der Sportgruppe sind die Patienten weiter betreut. Und dann kommen nach dem Gewichtsverlust, der sich dann ja einstellt, im ersten Jahr sind es etwa 30%, wenn alles gut läuft, des Übergewichtes. Und im weiteren Verlauf bleibt dann Haut übrig, weil das Fett ist abgeschmolzen, wie man so schön sagt. Und es kommt dann die dünne Phase und dann kommen die plastischen Operationen, die in der Regel von der Krankenkasse genehmigt werden. Das ist kein Problem, wenn man diesen Weg auf sich genommen hat. Und die plastischen Operationen führen wir bei uns im Institut für Ästhetische Chirurgie durch, sodass der Patient alles aus einer Hand bekommt.